mein Gott, Leute, heute werden wir uns mal die komplette StumbleGuys-Evolution anschauen. Bedeutet, wir vergleichen StumbleGuys aus 2019 bis hin zu 2023. Das Ganze wird ultra heftig, also lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, falls ihr neu seid und aktiviert auch unbedingt die Glocke. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video. Lasst uns anfangen. Let's go. Los geht es mit der allerersten Version 0.3. Ihr habt es richtig gesehen. Und ja, das war die allererste StumbleGuys-Version. Guckt euch mal an, wie die Gems aussahen. Das war einfach alles komplett anders. Das komplette HUD sah anders aus. Der Shop sah anders aus. Ihr seht das komplette Overlay. Der Spin, wo man die Skins ändern konnte, einfach alles sah komplett lost aus. Guckt euch auch mal die Skins an. Es gab damals einfach Skins, zum Beispiel diesen Skin. Diesen Skin gibt es heute gar nicht mehr. StumbleGuys sich vermutlich gedacht hat, okay, diese Skins können wir nicht mehr in-game lassen. Die sehen einfach zu lost aus. Ich meine, Leute, guckt euch mal alleine hier das Overlay an. Also ich meine hier, man könnte denken, dass es irgend so ein Spiel, was irgendwie 10 Bewertungen hat und 100 Downloads. Ich meine, Leute, guckt euch das mal an. Das war die allererste StumbleGuys Version 0.3. Und ich zeige euch auch mal, wie das Ganze in-game aussah. Und zwar seht ihr hier Gameplay auf einer Map. Ich kann euch den Namen der Map nicht mal sagen, weil die Map einfach komplett anders aussieht. Also der Clip hier geht relativ kurz, aber trotzdem. Aber bitte guckt euch das mal an, auch wenn es jetzt geloopt ist, was relativ kurz ist. Aber ich meine, diese Map, das sieht ein bisschen nach, ich würde sagen, vielleicht nach Humble Stumble oder so. Aber auf jeden Fall, diese Map, so wie sie da ist, gibt es aktuell gar nicht mehr. Oder auch zum Beispiel hier Icy Heights. Also auch hier seht ihr, sah die Map komplett anders aus. Wir hatten einfach so eine fette Mauer in der Mitte. Also das Ganze sah einfach wirklich komplett anders aus. Aber okay, es war natürlich auch die allererste Version. Da kann man nicht viel gegen sagen. Aber viel mehr gibt es hier nicht zu zeigen, denn wir kommen nämlich jetzt schon direkt zur Version 0.4. Und das war das erste Update. Und ihr seht schon, da wurden noch einige Sachen hinzugefügt. Jetzt gab es nämlich endlich auch Münzen und nicht nur Gems. Und auch Trophäen, seht ihr oben links, gab es auch. Aber was auch hinzukam, waren die Ingame-Käufe. Und ihr seht auch, hier konnte man sich für 3 Euro 10.000 Münzen kaufen. Wie günstig das damals war, ne? Das ist geisteskrank eigentlich. Also falls ihr StumbleGuys damals schon gespielt habt, hättet ihr euch auf jeden Fall für wenig Geld sehr viel Skins kaufen können. Also ihr seht es jetzt auch hier, ein so ein Skin hat dann einfach gleich mal 9.999 Gems gekostet. Aber okay, sind 3 Euro und dafür habt ihr dann solche Skins bekommen. Aber ich weiß nicht, ob die Skins damals wirklich so cool aussahen. Und ihr seht auch hier, diese Map-Loading-Auswahl sah komplett anders aus. Guckt euch mal an, die Maps wurden einfach zensiert. Und auch der Winning-Screen sah komplett lost aus. Guckt euch das mal an. Wobei ich finde sogar diese Animation fast besser als die jetzige Animation. Der hält einfach so eine Krone in der Hand und ja, springt die ganze Zeit mit der Krone. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, muss ich ehrlich sagen. So, ihr seht auch hier, dann gab es auch endlich Belohnungen. Man hat für Siege auch tatsächlich teilweise Münzen bekommen. Ihr seht oben plus 0. In dem Fall jetzt nicht. Aber wenn man gewonnen hat, hat man einfach quasi Münzen bekommen und konnte somit quasi nur durchs Spielen sich Skins freischalten, was eigentlich an sich auch mega cool ist. Ansonsten noch XP und Trophäen, das kennen wir ja auch. Aber davon abgesehen wurde auch das Ranking hinzugefügt. Also ihr seht auch hier, gab es endlich die Möglichkeit, ja, quasi sich am Scoreboard einen gewissen Platz zu holen, was, denke ich, auch sehr, sehr cool ist für das erste Update. Aber ich würde sagen, wir kommen direkt zur nächsten Version und zwar 0.6 direkt. Und da seht ihr schon, gab es auch ein Update, denn da wurden tatsächlich die Kronen hinzugefügt. Also ihr seht, wie gesagt, die Kronen von hier und die jetzigen Kronen. Da hat sich auf jeden Fall auch optisch ein bisschen was verändert, wenn man die beiden Kronen jetzt mal vergleicht. Aber tatsächlich wurden Kronen, wie gesagt, schon relativ zeitig eingeführt. Was auch erklärt, warum einige Spieler schon so geisteskrank wie Kronen haben. Aber ihr seht auch, einige Skins wurden hinzugefügt. Und wenn man das Ganze mal jetzt ganz kurz pausiert, dann frage ich mich, was ist zum Beispiel aus diesem Skin geworden? Dieser Skin ist einfach auch nicht mehr in-game. Genauso gut wie dieser Skin. Was sind das für Skins? Also ich frage mich, was ist mit den Leuten, die sich diese Skins gekauft haben und die wurden jetzt einfach aus dem Spiel rausgenommen. Die haben dann wahrscheinlich einmal Verlust gemacht oder so. Ich habe keine Ahnung. Ansonsten seht ihr auch, in der 0.6 wurde der Party-Modus hinzugefügt. Bedeutet, ab dieser Version war es möglich, auch mit Freunden zu spielen. Was tatsächlich dann schon relativ zeitig funktioniert hat, stelle ich gerade so fest. Aber jetzt, meine Freunde, geht es zum nächsten Update und zwar zur Version 0.8. Und ihr seht schon, hier gab es endlich ein Spind-Update. Man hat endlich alle seine Spind quasi gesehen und konnte den auch direkt aus dem Spind kaufen. Also ihr seht, man konnte quasi im Spind auf irgendeinen Skin draufdrücken und ihn dann, wie hier zum Beispiel gezeigt, für 10.000 Münzen kaufen. Ebenfalls ein kleines Feature war der Google Play Connect, der auch hinzugefügt wurde. Das heißt, bis zur 0.8 war es nicht möglich, seinen Account zu speichern,
ab hier konnte man ihn dann mit Google Play connecten und somit quasi auch sichern, dass falls ihr mal ein neues Handy habt, ihr euren Account noch übertragen könnt. Ansonsten viel mehr gibt's da gar nicht zu sagen. Wir kommen direkt zur nächsten Version und zwar 0.11. Und da seht ihr schon, wurden tatsächlich die Gems wieder eingeführt. Und dann konnte man die sich auch tatsächlich im Shop kaufen. Ihr seht hier, da haben wir jetzt auf jeden Fall angefangen, auch auf jeden Fall Fat Cash zu machen, weil ihr seht, waren dann schon direkt mal Angebote für 28 Euro, Dollar oder keine Ahnung, was eher Dollar sein soll. Ich nehme mal einfach an Dollar. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es ja eigentlich noch keine großen Ingame-Käufe, aber hier konnte man sich dann doch schon für größere Summen Gems kaufen, was auf jeden Fall auch die Spieler dazu angeregt hat, auf jeden Fall sich mehr Skins zu kaufen. Und man sieht auch hier wieder ganz viele Skins, die mittlerweile gar nicht mehr in-game sind. Wo ich mich frage, StumbleGuys, wo sind die ganzen Skins hin? Aber das war nicht alles. Ihr seht auch, die Map Honey Drop wurde hier hinzugefügt. Und Honey Drop, muss ich sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber diese Map habe ich schon ewig nicht mehr bekommen. Also irgendwie, egal was ich für eine Map bekomme, es ist nicht Honey Drop. Geht's euch auch so? Schreibt mal in die Kommentare. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Honey Drop verbannt wurde von StumbleGuys, weil diese Map kam irgendwie ewig nicht mehr. Keine Ahnung, ob ich mir das nur einbilde, aber wie gesagt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ansonsten kommen wir jetzt zum nächsten Update und zwar 0.14 und da seht ihr schon, gab es auch wieder einige neue Skins, die hinzugefügt wurden. Floorflip wurde hier hinzugefügt und ich sage euch, Floorflip ist bis heute eine Map, die ich über alles hasse, weil ich glaube, ihr wisst alle warum, ich brauche das nicht erklären, aber die Map hätten die auch ruhig weglassen können, sage ich euch ehrlich. Ansonsten, so viel Neues gab es in dem Update gar nicht, deswegen kommen wir direkt zum nächsten Update und zwar die Version 0.15. Und da wurde einiges hinzugefügt, gerade im Shop, ihr seht es. Es gab dann auf jeden Fall auch einige Angebote, beziehungsweise eigentlich ein komplett neues Shop-System wurde hier eingeführt. Ansonsten wieder ein paar neue Skins haben uns auch erwartet. Und ihr seht auch hier sogar ein komplett neues Skin-Overlay. Und auch der Color-Tab, seht ihr oben auch, wurde hinzugefügt. Das heißt, man konnte jetzt auch seine Skins einfärben, was auch nochmal ein sehr, sehr neues Feature zu der Zeit war. Also ihr seht jetzt hier, man konnte seinen Skin grün machen, dann die Hautfarben halt ändern. Das, was jetzt auch möglich ist. Ansonsten auch die Map, oh nein, StumbleSocker. Auch diese Map, StumbleGuys, die einfach weglassen können. Also, ja, ich weiß nicht, Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr StumbleSocker feiert, aber, also, ich sag euch ehrlich, irgendwie, also meine Lieblingsmap ist es nicht, sage ich euch ganz ehrlich. Aber ansonsten kommen wir jetzt zum nächsten Update und zwar 0.19 und da kam tatsächlich ein Feature rein, was mittlerweile wieder entfernt wurde. Und zwar gab es da eine Option, über den StumbleGuys Discord gewissen Turnieren beizutreten. Dieses Feature wurde warum auch immer entfernt, aber wie damals konnte man dann über den Discord einen Code eingeben und dann quasi bei Turnieren mitmachen. Was es gerade für Belohnungen gab, kann ich euch nicht sagen. Aber ihr seht auch, die Map Lava Rush wurde zu diesem Update hinzugefügt. Was ich ehrlicherweise gar nicht gedacht hätte, dass Lava Rush so zeitig schon in-game hinzugefügt wurde. Ich dachte, Lava Rush ist noch gar nicht so alt, aber da habe ich mich tatsächlich auch getäuscht. Aber egal, ich würde sagen, wir gehen direkt zum nächsten Update. Aber wir haben auch noch einige Updates vor uns. Bei dem nächsten Update handelt es sich nämlich um die 0.21 und ihr seht schon, da sah auch die StumbleGuys Lobby schon viel, viel schöner aus. Wenn wir jetzt nochmal ein kurzes Bild hier einblenden und quasi diese Lobby mit der ersten Version vergleichen, dann seht ihr schon, da hat sich auf jeden Fall einiges getan. Also wenn wir das mal kurz analysieren, wir haben jetzt hier schon einen schönen Background, oben links unseren Account, dann rechts die Tournaments, das Ranking und die Party. Und links ein Stumble Pass, der wurde auch neu hinzugefügt. Skin Customize, ein Shop und News gab es tatsächlich auch. Aber ihr seht, eine Währung wurde entfernt. Wir haben jetzt hier zu diesem Zeitpunkt nur Gems tatsächlich. Aber egal, wir schauen mal, was hinzugefügt wurde. Und wie gesagt, wir haben einen Battle Pass. Und was war der allererste Special Emote? Ich kann es euch jetzt gar nicht sagen, weil das ein sehr alter Clip ist jetzt hier. Auf jeden Fall seht ihr auch hier die alten Tournaments eingeblendet. Da gab es auf jeden Fall auch einige Preise zu gewinnen. Warum kann man eigentlich hier wieder Münzen gewinnen, obwohl Münzen gar nicht mehr in-game sind? Das ist auch ein sehr komischer Bug irgendwie. Aber ihr seht, damals wurden auch die ersten Tänze und Emotes hinzugefügt. Das heißt, Tänze und Emotes gab es ab der Version 0.21, was sogar relativ spät ist, um ehrlich zu sein. So, also ihr seht auch hier, Bombardement wurde zu diesem Update hinzugefügt. Bedeutet, Bombardement gibt es eigentlich auch schon relativ lange, was ich ehrlich auch nicht gedacht hätte. Aber egal, wir springen direkt zum nächsten Update. Und beim nächsten Update handelt es sich um die Version 0.22 und da wurden tatsächlich die Quarterback-Skins hinzugefügt, ihr seht es schon. Und auch die Map Space Race ist neu gewesen und man konnte auch endlich die Steuerung konfigurieren,
was ich auch sehr, sehr geil finde. Ansonsten, was ich auch hier sehr, sehr krass finde, hier gab es ein Feature, was es dann lange Zeit nicht gab. Und zwar konnte man sich einzelne Skins quasi kaufen. Hier jetzt in dem Beispiel für 100 Gems. Und guckt mal, was Gems zu diesem Zeitpunkt gekostet haben. Ich sehe zwar nicht, welche Währung das ist, aber da steht 150. 150 für 500 Gems. Wenn das Euro gewesen sein soll, dann wirklich ciao. Also keine Ahnung, welchen Skin man sich hier genau kaufen konnte. Es ist ein Fragezeichen. Aber ich würde sagen, wir springen zur nächsten Version. Und zwar zur Version 0.23. Und da seht ihr schon, gab es auch tatsächlich das erste Limit-Angebot. Und zwar den König konnte man sich kaufen. Also ihr seht es hier, der König wurde hinzugefügt. Ein sehr, sehr nicer Skin, muss ich ehrlicherweise sagen. Und ihr seht schon, damals konnte man sich einen Skin freischalten, indem man Werbung schaut. Dieses Feature gibt es mittlerweile auch nicht mehr, warum auch immer. Aber viel mehr gab es da gar nicht, deswegen kommen wir zur nächsten Version. Und zwar zur 0.26. Ansonsten, bei Skins haben wir nur einen einzigen erhalten, aber achtet auf die Map. Richtig, die Map Laser Tracer wurde hinzugefügt. Und da sieht man, dass Laser Tracer auch schon relativ alt ist. Aber krass, dass Laser Tracer tatsächlich nicht von Anfang an dabei ist, was ich auch nicht gedacht hätte. Also jetzt wisst ihr auf jeden Fall, dass es Laser Tracer seit der Version 0.26 gibt. Aber egal, wir kommen zur nächsten Version. Und zwar zur Version 0.27, meine Freunde. Und da seht ihr schon, wurde der Skelett-Skin hinzugefügt und der Alien-Skin. Es gab auch neue Standard-Skins, den gelben und den roten. Ansonsten, die konnte man sich für 200 Gems kaufen. Was? Und ihr seht auch sehr, sehr krass, Lost Temple wurde hinzugefügt, was ich auch nicht gedacht hätte. Also ich lerne gerade selber sehr, sehr viel Neues dazu tatsächlich. Aber auf jeden Fall auch gut zu wissen, dass Lost Temple gar nicht so alt ist. So, bei der nächsten Version handelt es sich um die 0.29 und da gab es einen kleinen Bug. Und zwar wurde da eine Map eingefügt, die war nur sehr kurz in-game. Ihr seht es, keine Ahnung, was sich Stumblegeist bei dieser Map gedacht hat. Aber sie sieht auf jeden Fall sehr, sehr komisch aus und auch irgendwie sehr, sieht auf jeden Fall irgendwie nicht so hochqualitativ wie die anderen Maps aus. Also irgendwie ist das so Kaugummi, was da so ringsrum schwimmt und ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall wurde die auch wieder zeitnah entfernt, also nicer Bug an der Stelle auf jeden Fall. Jedenfalls kommen wir jetzt gleich zur nächsten Version und diese Version hat einiges verändert und zwar geht es hier um die Version 0.30. Und das war die erste Version, wo es auch eine Beta gab. Also das ist das System, so wie wir es heute auch kennen. Also auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ansonsten auch hier die Free Spins wurden hier, glaube ich, auch eingefügt. Und es gab hier die Glücksräder. Ihr seht auch jetzt hier, das Stumblegeist sieht schon viel ähnlicher aus wie das Stumblegeist, was wir kennen. Also hier hat Stumblegeist quasi so ein sehr, sehr großes Update erhalten, wie ich schon bereits erwähnt hatte. Ihr seht, einige neue Skins wurden hinzugefügt, neue Maps wie Changero. Und Changero ist ja gar nicht so alt tatsächlich, lol. Ansonsten kommen wir zur Version 0.33 und hier, meine Freunde, seht ihr es? Wurden die Special Skins hinzugefügt, was sehr, sehr krass ist. Also ihr seht, wir haben hier einmal den Inferno Dragon, den Blitz Ninja, den Seitai Shogun und den Captain Goldhirt. Das waren die ersten vier Special Skins, die wir dann in-game hatten. Was sehr, sehr krass ist, weil 0.33, also sehr krass, dass es die Special Skins noch gar nicht so lange gibt. Hätte ich nicht gedacht. Ansonsten seht ihr auch, gab es dann hier die ersten Glücksräder. Und guckt euch mal an, wie die Animation aussah. Guckt euch das mal an. Da gab es doch kein Glücksrad. Da wurden die Skins einfach so zur Seite gestript. Schon krass, was sich alles so in Stumblegeist getan hat. Okay, ansonsten auch hier gab es endlich die neue Map-Auswahl. Nicht mehr, dass es so zensiert wurde. Wir kommen jetzt aber direkt zur nächsten Version. Und zwar zur 0.37. Und da müsste ich, glaube ich, angefangen haben. Genau, das war genau das Update, wo das neue Glücksrad reinkam. Ihr seht es, da habe auch ich angefangen, Stumblegeist zu spielen. Da gab es auch hier... Stimmt, Pain Splash war neu. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das zu der Zeit reingekommen ist. Aber ich glaube, viel mehr gab es dann auch gar nicht. Deswegen kommen wir zur Version 0.39. Und da gab es dann endlich die neue Map Lavaland. Und tatsächlich auch der Pinocchio-Skin wurde reingebracht. Krass ist der... Dass der schon so alt ist, der Pinocchio-Skin, hätte ich nicht gedacht. Ja, und alle Versionen, die ihr bis jetzt gesehen habt, sind bis maximal 2022 gewesen. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal direkt einen kleinen Sprung, da sich in der nächsten Version an sich nicht so viel am Spiel verändert hat. Deshalb machen wir jetzt einen Sprung ins Jahr 2023 und ihr seht schon, wir sind in-game. Ja, so sieht das Stumblegeist von 2023 aus und ja, ich brauche nicht viel sagen. Hier hat sich einiges getan, was die Skins angeht. Wir haben viele neue Emotes erhalten, Special Emotes, Animationen, Fußabdrücke, Battle Pässe. Wir haben so viele neue Features, die
für manche, für euch vielleicht sogar selbstverständlich mittlerweile schon sind, aber zum Beispiel damals gab es kein Freunde-Feature oder keinen benutzerdefinierten Spielermodus, wo man seine eigenen Lieblingsmaps auswählen kann. Auch diese ganzen Special-Angebote, die ihr vielleicht gewohnt seid, wie irgendwelche Skin-Pakete, irgendwelche Angebote, irgendwelche Skins und ich sehe gerade, was ist hier alles drin. Sowas gab's damals nicht. Irgendwelche Glücksräder hier, wo man nur legendäre Skins ziehen konnte. Das gab's damals alles nicht. Also ich denke, das hier sind die meisten von euch ja vielleicht sogar gewohnt. Aber also als ich angefangen habe, gab's nur diese drei Glücksräder hier. Und da gab's auch nur die vier Standard-Special-Skins. Sonst, ihr seht auch unten die Veranstaltungen. Also sowas gab's damals auch nicht hier, wo man einfach Laserdash spielen konnte. Ich meine, Leute, guckt euch diese Map an. Das ist einfach eine so geisteskranke Map, Laser Dash. Ich meine, wir befinden uns jetzt im Jahr 2023. Stumblegeist ist damit, ich glaube, jetzt auf jeden Fall schon über 3 Jahre fast alt. Und ja, das ist geisteskrank. Also ich meine, einfach Laser, Tracer und Block Dash vereint. Ich weiß ja nicht, Leute, schreibt gerne mal. Würde mich wirklich interessieren. Nehmt euch kurz die Zeit und schreibt gerne mal in die Kommentare, seit wann spielt ihr Stumblegeist? Würde mich wirklich mega interessieren und ich bin direkt rausgeflogen. Aber es ist gar nicht so schlimm, dass ich gestorben bin, weil dann kann ich euch direkt nochmal hier die neue Map Schatzsuche zeigen. Und die habe ich ja schon vor einigen Videos vorgestellt. Das ist ja auch eine neue Map, die reinkommt. Also hier nochmal die neueste Version im Vergleich, die 0.46, die auch bald für euch verfügbar sein wird. Und auch hier haben wir einen komplett neuen Spielmodus. Ihr seht, muss man einfach so Münzen einsammeln, damit man sich qualifiziert. Also wenn wir diese Map jetzt nochmal vergleichen mit der allerersten Stumblegeist Map, beziehungsweise mit den ersten Maps, die in-game waren, hat sich Stumblegeist jetzt auf jeden Fall sehr, sehr krass ins Positive verändert. Also wie gesagt, schreibt mir gerne mal eure Meinung zu dem Video in die Kommentare. Welche Version fandet ihr am besten von allen? Und seit wann spielt ihr überhaupt Stumblegeist? Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, Leute. Bis dahin, ich bin raus. Ciao.